Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunset Overdrive. Wir haben im letzten Part die Mission bekommen, oder im letzten Part haben wir erstmal mitgekriegt, was hier eigentlich so schief läuft. Irgendwie gab es Energy Drink und das haben die Leute nicht so gut vertragen. Jetzt sind alles Zombies. Ich habe andere Überlebende wie dich getroffen. Und sie haben mehr Ärger gemacht, als sie wert waren. Die Leiche da drüben, war das einer von ihnen? Hey, toter Typ, was erwartet mich hier? Brich diese Kiste auf. Okay. Und damit haben wir eine weitere Waffe. Jetzt wechsle zu deiner neuen Waffe. Das geht wie? Wie mache ich das? Okay, mit LB kommen wir ins Waffenrad und wir dürfen uns die Waffe aussuchen. Das machen wir mit dem rechten Stick. Und wir haben High Fidelity, Stufe 1. Ja, und wir sollten zu diesem Basketballplatz gehen, mit Walter irgendwie üben. Das war der Test? Dann war ich verdammt gut. Warte hier. Mach dich bereit, auf ODs zu schießen. ODs? Overcharged Trophies. Mein Partner Floyd sagt, das Trinken von Overcharge lässt ihr endokrines System übersteuern. Ich schmeiß ein wenig Overcharge in den Hof. Mach dich bereit für den Praxistest. Natürlich. Natürlich. Die ODs sind süchtig nach dem Zeug. Die werden schnell hier sein. Da kommen sie. Overcharge-Trophies. Okay. Das ist cool. Wie gesagt, dieses Spiel zieht so ziemlich... Achso. Dieses Spiel zieht so ziemlich alles irgendwie ins Lächerliche, aber es macht Spaß. LT zum Abbremsen, okay. Und die Overcharge-Druffis, die kommen natürlich alle hier rein, weil sie wollen Overcharge saufen und damit stärker werden oder was auch immer. Warum treffe ich denn nicht? Bam! So, gib mir mehr Overcharge. Warum sammeln wir Dosen, obwohl wir das Zeug überhaupt nicht trinken wollen? Du Wie viel? Lebst noch. Ah. Das ist ein gutes Zeichen. Komm schon. Okay. So, wir wollen ein bisschen bouncen und jetzt wollen wir Walter hinterher. Hey, wo sind die Cops? Die Nationalgarde? Die Nachrichtenhubschrauber? Wach endlich auf. Fisco kontrolliert alles. Können die nicht einfach um Hilfe bitten oder so? So einfach ist das nicht. Fisco hat alle Verbindungen nach draußen gekappt. Aber ich habe einen Plan. Das war Fisco? Nicht absichtlich. Ach. Aber sie geben sich alle Mühe, es zu vertuschen. Der Rest der Welt denkt, dass wir an einem Virus draufgegangen sind. Komm schon, wir müssen in Bewegung bleiben. Ich lauf doch schon. Du bist hier der Langsame. Du brauchst viel länger als ich. Also, angeblich ist die Grafik von diesem Spiel ja, also viele sagen, es ist nicht so cool, weil nur 900p, aber... Das hier ist Two-Head Jack. Er stellt Waffen her. Hi. Du unterschätzt mich, Kumpel. Ich bin ein Meisterhandwerker. Ich stelle unglaubliches Zeug her. Na mach schon. Kauf eine Waffe. Ups. Y, nicht X. Ja, Munition und Sammelobjekte sind ausverkauft. Wir wollen Waffen. Und zwar wollen wir die Dirty Harry für 10... Ach, Overcharge ist hier die Währung. Okay. Waffentutorial anzeigen. Du fühlst dich wie ein Glückskind, wenn du mit dieser Handwaffe Hackfressen ins Grab bringst. Okay. Dann nehmen wir die mal mit. Ansonsten können wir noch die Säurespritzer und Blitzeisbombe holen, aber dafür haben wir definitiv noch nicht genug Overcharge. Gut, gucken wir mal kurz in den Xbox Store. Ob wir da jetzt schon was kaufen können? Wahrscheinlich, ne? Ach, sogar jede Menge. Okay, also das hier haben wir, das haben wir auch. Ich bin's Fizzy, weil ich habe die Day One Edition. Da gab es 3 Sachen dazu. Ich weiß nur nicht, was noch. Auf jeden Fall. Ja, genau, die beiden und ich glaube die Hitmaschine. Aber gut. Okay, wir wollen jetzt nichts weiter kaufen. Ich werde mir wahrscheinlich den Season Pass holen, aber schauen wir einfach mal. Yo, gut, haben wir. Du willst mehr Waffen haben? Dann komm mit mehr Overcharge zurück. Deal? Komm, ja. Ich will dir Floyd vorstellen. Ja, dann mach halt. Lauf vor. Du bist hier immer noch der Lahmarsch. Hi, Floyd. Hey, wer ist das? Unser neuer Partner.
Alles klar. Ich heiße Floyd. Eindringlinge! Weiter so. Du weißt genau, was du tust. Wer sind die Kerle? Tja, Verbrecher, die einen ohne Grund abknallen. Am besten, du erwischst sie zuerst. Dir ist schon klar, dass uns das zu den Scabs der Scabs macht, oder? Schwing deinen Arsch da raus und grind und bounce um dein Leben. Das war vielleicht nicht so cool. Ja. Das war nicht so cool. Verwende die Kartenlegende, um unerwünschte Symbole herauszufinden. Achso. Du weißt genau, was du tust. Ja. Wer sind die Kerle? Natürlich weiß ich, was ich tue. Wir wollen. Dirty Harry. Hitmaschine. Ah, jetzt haben wir auch die Hitmaschine. Das ist die Waffe, die wir über den DLC bekommen haben. Ich denke, ich möchte die Dirty Harry Waffe benutzen. Ja, ja, ich mach das jetzt alles im Grinden, ist okay. Man muss nur treffen. Okay. Bam! Von wo schießt du denn? Ach, von da oben? Nee. Ach, von da unten. Bam. Okay. Da hinten sind noch mehr. Puff. Puff. Nein. Mist. Ah. Okay, getroffen. Auch getroffen. Sehr schön. Gibt's noch mehr? Oh ja. Zwei neue. Cool ist, dass sie alle mit einem Schuss tot sind. Bam. Wir haben nur noch drei Schuss. Das ist uncool. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir auch nur noch diesen einen Gegner. Okay, jetzt komm zurück. Ja, machen wir. Ja, es ist alles noch so ein bisschen Tutorial und so hundertprozentig habe ich die Steuerung noch nicht raus, aber es läuft. So. Ich würde das Ding. Ach so, mit Floyd reden. Na gut. Ich mache mich auf den Weg zur Überführung. Gib dem Grünschnabel Arbeit. Okay, ich könnte mehr Vorräte gebrauchen. Geh runter zu den Gleisen. Ich erklär's dir unterwegs. Ganz allein? Hey, ich weiß, dass es da draußen echt verfickt unheimliche Scheiße gibt, aber es kommt auf die Perspektive an. Wenn du dir sagst, dass du Spaß haben wirst, dann hast du auch Spaß, stimmt's? Hey, die verfluchten Odis reißen dich in Stücke. Sei vorsichtig. Des einen Müll. Sammle 10 Fassteile für Floyd. Dafür gibt es 1000 Overcharge-Dosen und 1000 Dollar. Okay, scheinbar gibt es zwei Währungen in diesem Spiel. Machen wir. Ich werde trotzdem mal die Waffe wechseln. Nehmen wir die Hitmaschine oder nehmen wir das? Oder, na, vielleicht nehmen wir auch einfach das hier. Können wir diese Kiste hier zerstören? Oh ja. Ich glaube, das gab gerade Munition. Okay. Gut, wir müssen, verpasst dir beim Grinden einen Boost. Ich habe den Standort der Teile auf deiner Karte markiert, aber sammel auf jeden Fall alle davon ein. Ich war ein Fisco-Wissenschaftler, Leiter des Extremophil-Teams. Diese irren kleinen Mikroben sind die Geheimzutat in Overcharge. Potenzial ohne Ende. Ich habe Fisco gewarnt, dass sie gefährlich sein könnten, aber sie haben zu Babel in den Wind geschlagen und mir nicht genügend Zeit für weitere Forschung gegeben. Also, wenn du Overcharge in einem Hochdruckfass kochst und genau die richtigen Zutaten reinmischst, kriegst du wirklich krasse Scheiße. Ich nenne sie Amps und vertrau mir, du wirst sie lieben. Dein Deckname ist nicht etwa Heisenberg, oder? Kleine Anspielung auf Breaking Bad, finde ich cool. So, hier haben wir eine Art Shotgun, würde ich mal sagen. Die Waffe, die wir gerade benutzen. Wir müssen Fassteile sammeln. Okay. Ist die Frage, wie kriegen wir diese Fassteile? Vergiss die Teile nicht. Hab ich nicht vor. Ich bin eigentlich fleißig am Sammeln. Ich glaub, du hast da hinten ein paar Teile übersehen. Ja, ja.
Kann ich das vielleicht aus diesem LKW rausholen? Nee. Du stirbst. So. Sind das die... Ah, das sind die Fassteile. Okay, verstanden. Ja, dann haben wir alle 5. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Drücke beim Grinden B. Da ist doch ein Truck. Spring auf die Gleise und grinde zum nächsten Haufen. Gut, machen wir. Natürlich. Und mit dem Nahkampfangriff beim Grinden sind wir natürlich noch viel flexibler. Pam, pam. Na gut, so flexibel dann auch nicht. Hey, wenn du irgendwelche roten Fässer siehst. Ich hab schon jede Menge Spiele hinter mir. Ich weiß, was man mit den Fässern ansteht. Paff, paff, paff. Stirb. Uiuiuiui. Jetzt wäre natürlich so eine Granate ziemlich fein. Aber... ich finde unsere Shotgun schon ziemlich nice. Mehr Overcharge für uns. Ja, komm. Sterbt doch alle. Stufe 1, Stufe 2. Okay, es kommen hier, glaube ich... oh, wir haben gleich keine Munition mehr. Wir müssen da hinten hin. Die Waffe ist leer. Komm, gib mir einen Boost, gib mir einen Boost. Ich will die Waffe einmal wechseln. Wir nehmen mal die High Fidelity. Eieieiei, Boost. Komm, schneller. Wir wollen eigentlich uns gar nicht mit diesen Gegnern hier aufhalten. Eigentlich wollen wir eher so hier einmal schön alles in die Luft jagen. Das ist cool gewesen. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, 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 oh. Wir haben gerade ein leichtes gesundheitliches Defizit. Okay. Ich mag die High Fidelity jetzt nicht so gerne. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Weiter die Gleise runter. Da ist noch ein Truck. Spring auf die Gleise und grinde zum nächsten Haufen. Ja, habe ich vor. Hey, und... siehst. Ich habe schon jede Menge Spiele hinter mir. Ich weiß, was man mit roten Fässern anstellt. Ach so. Puff. Okay. Ja, so langsam habe ich es, glaube ich, einigermaßen raus. Oh. Popper. Ist das OD 2.0, wenn sie etwas mehr Overcharge gesoffen haben? Oh! Die explodieren. Okay, ja, habe ich verstanden. Die explodieren. So, wie viele Fassteile brauchen wir noch? Das eine hier. Okay, Floyd, ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Oh, oh. Okay, komm zurück zur Brauerei. Oi, 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 nein. Also, Leute, eine Sache verstehe ich einfach nicht. Wieso sollte Fisco seine eigenen Kunden vergiften? Oi, 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 oi. Das Ganze war ein Unfall. Die Fisco-Manager waren so um die Konkurrenz besorgt, dass sie Overcharge überstürzt durch die Tests der Regierung brachten. Sie haben es verkackt. Und jetzt tun sie alles, um den Wert ihrer Aktien zu schützen. Ja. Wir kommen nicht lebendig aus dieser Stadt raus, oder? Doch, bestimmt irgendwie. Hör mal, ich sehe das so. Die Apokalypse ist unsere Chance zu sein, wer wir sein wollen. Keine Chance. Komm hoch. Ich nenne das die Apokalypse der Herzen. Sehr schön. Das hat doch wunderbar funktioniert. Wir machen aber diese rote Kiste hier noch auf. Pam. Mehr Munition für uns und damit müssten wir diese Mission geschafft haben. Erfolg. Floyd ist ein Wissenschaftler, was cool ist. Er macht Experimente an dir, was auch cool ist. Ja, schön. Belohnung. Und du? Sprich mit Floyd. Machen wir. Okay, ich habe an ein paar Dinger namens Amps gearbeitet. Ich habe ein paar, die fast fertig sind. Ich brauche nur noch ein paar Dinge, um sie fertigzustellen. Da sollten ein paar Fizzy-Ballons in der Basis sein. Schnapp sie dir und bring sie her. Verstärkung. Stell die Amps fertig. Schädliche Ausweichrolle Elektroschocker. Okay, also zwei neue Waffen. Wir müssen Fizzy-Ballons sammeln.
Die kriegen wir wahrscheinlich dadurch, dass wir gut grinden oder so. Da zum Beispiel. Genau. Den kriegen wir auch noch. Sehr schön. Das war der letzte. Nimm die Balance zur M-Kammer, um die M's fertigzustellen. Okay. Ja, ich mag das Spiel. Doch, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich solche Spiele einfach noch nicht oft gespielt habe. Aber an sich, doch. Geht. Ein bisschen Knoten in den Finger kriegt man. Schädliche Ausweichrolle und Elektroschocker kriegen wir jetzt. Sehr schön. Was auch immer wir damit machen können. Jetzt musst du diese Amps ausrüsten. Wie? Ich meine, wenn das ein Videospiel wäre, könnte ich einfach ein Menü öffnen oder so. Hör mir zu, Spieler! Wieso höre ich körperlose Stimmen? Weil du noch einiges zu lernen hast. Und Studien zeigen, dass das der beste Weg ist. Du rüstest Amps im Charaktermenü aus. Es gibt verschiedene Kategorien von Amps. Wähle den Slot für Helden-Amps aus, um deinen neuen Helden-Amp auszurüsten. Okay. Rüste deinen Helden-Amp aus. Schädliche Ausweichrolle. Wenn du mit der Ausweichrolle Gegner triffst, werden sie zu Boden geworfen und erleiden Schaden. Ja, gut. Bist du mit Amps am Start. Lass uns jetzt deinen Waffen-Amp machen. Wähle die Waffe, die du erweitern willst. Welche wollen wir denn erweitern? Können nur für Level 2 Waffen verwendet werden. Okay. Dann nehmen wir doch mal. Drücke X, um Waffen mit Amps auszurüsten. Wähle einen Waffen-Amp, um deine Waffe damit auszustatten. Vollgeampt. Cool. Deine Waffe hat jetzt einen Amp. Und jetzt tritt ihnen ordentlich in den Arsch. Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ach ja. Amps werden nur aktiviert, wenn du mit Style kämpfst. Das ist die Style-Anzeige. Deine neue beste Freundin. Verwende Überquerungskombinationen, um deine Style-Anzeige aufzufüllen. Bounce, grinde und schwinge. Bleib in Bewegung. Das Töten von Feinden beim Grinden, Bouncen und anderen Akrobatikübungen trägt auch zum Style bei. Du musst üben. Geh zum Parkplatz und aktiviere deinen ersten M. Bounce auf Autos und grinde auf Kabel, bis du Style Level 1 erreicht hast. Okay, wo auch immer wir hin sollen. Ach, da. Okay. Rolle die Feinde rein. Mit diesem neuen Amp streckst du sie nieder. Wie roll ich denn in die Feinde rein? Ah. Okay, einfach mit X am Boden. Du musst Style Level 2 kommen, um deinen Waffen-Amp zu verwenden. Feinde und Bounce, um deinen Style aufzufüllen. Ah, was war das denn? High-Fidelity-Waffe. Okay, haben wir, ja. Okay, cool. Ja, tu ich doch. Tu ich doch. Mehr Elektroschocks. Nein. Wir wollen hier hin. Da ist noch einer. Bam. Bleib doch mal hier. Pam. Dankeschön. Da sind noch mehr ODs. Okay. Dahin. Kannst du mal stehen bleiben, Kollege? Fomp. Du auch noch. Unterschiedliche Style-Level aktivieren unterschiedliche Apps. Helden-Amps werden bei Style-Level 1 aktiviert. Waffen- und Nahkampf-Amps werden bei Style-Level 2 aktiviert. Epische Amps werden bei Style-Level 3 aktiviert. Bei maximalem Style rasten alle Amps teuflisch aus. Wenn du bloß dastehst und nichts tust, sinkt deine Style-Anzeige. Also bleib in Bewegung und töte! Ich träume, es ist fast vorbei. Das ist der Kombo-Zähler. Du kriegst Boni für mehrfache Kills und Überquerungskombos.
Je höher dein Kombozähler ist, desto schneller wächst dein Style. Tritt ihnen in den Arsch. Du bist jetzt auf dich gestellt. Versau es nicht. Okay, gut. Nenn ich kämpfen mit Stil. Komm zurück, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, machen wir. Gut, aber währenddessen mache ich schon mal die Abmoderation. Denn, ja, der Part hat schon wieder 20 Minuten. Das ging schneller als gedacht. ja, die Zeit verfliegt ein bisschen schnell in diesem Spiel, muss ich sagen. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Auch wenn ich mich noch ein bisschen dumm anstelle. Ich denke aber, das wird während des Spiels noch. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Keep Gaming und ciao.